Wenn eine Veranstaltung zum sage und schreibe 41. Mal stattfindet und sie trotzdem noch gut besucht wird, dann muss sie etwas Gutes sein oder haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. So wie das Radstädter Knödelfest. Das halbe Ortszentrum ist gesperrt und macht Platz für die runden Köstlichkeiten, über die sich die Besucher erfreuen. Also wir haben die ganze Schermbergstraße wieder gesperrt und noch einen Teil vom Brehhauser Platz, wo wir auch für die Kinder noch ein bisschen ein Programm haben mit einer Hupfburg, und die Freiwillige Feuerwehr Radstädt steht uns auch wieder zur Verfügung, wo die Kinder ein bisschen Auto schauen können, Kühlspritzen haben, dass wir da natürlich auch ein Programm haben. Ja, und natürlich halt die Wirte mit ca. über 30 verschiedenen Knödelsorten, von sauer bis süß. Da glaube ich sicher für jeden wieder was dabei. Um auch für jeden etwas bieten zu können, bedarf es langer Vorbereitung. 14 Tage, 3 Wochen werden wir vorbereiten. Was gibt's? Und in einem Tag alles verkaufen hoffentlich. Egal, wo man welche Knödel isst, sie sind alle hervorragend. Ich mag aber die Dreiervariation beim Steckerbrei voll gern. Ich habe aber auch beim Lücker was gegessen und gehe jetzt noch zum Café Sendlof auf. Was ist es? Also richtig, die ganze Palette durch. Richtig, genau, da mache ich alles durch. Wenn schon, denn schon, dafür tue ich morgen ein bisschen fasten. Viele Radstädter sind mit dem Knödelfest aufgewachsen. Ja, das ist ganz eine super Geschichte. Das taugt uns als Radstädter besonders, dass wir den Ortskern so super nutzen können. Wir sehen, es ist jede Woche was los, ob das jetzt das Musik in Town ist oder im Skadefest oder eben auch jetzt gerade das Knödelfest. Knödelfest ist sowieso ganz ein fixer Bestandteil eigentlich von jedem Radstädter, würde ich sagen. Wir sehen, du hast einen Teil von deiner Familie mit, die hast wahrscheinlich schon als Kleiner auch mitgenommen zum Knödelfest, oder? Ja, meine Kinder sind auch mit dem Knödelfest aufgewachsen. Darum ist auch was geworden, weil es so gute Knödel gekriegt haben. Und das schätzen wir natürlich. Man weiß immer, dass es gut ist und dass es eigentlich schon was Besonderes ist. Haben wir in Rotstadt jetzt eigentlich auch nicht so viel, was ja lang gehalten hat, muss man sagen. Und es ist so viel los, genau das wollen wir in unserer Innenstadt, dass die belebt ist. Das ist für unsere Wirte gut, das ist für unsere Bauern gut, die was ausstehen und was verkaufen. Ja, ich kann nur sagen, perfekt, da freuen wir uns. Das ist ja für Rotstadt das Perfekte, dass immer die Festeln stattfinden dann und du brauchst auch ein paar Leute, die da mit dann, ne, und die sich engagieren für solche Sachen. Und da ist heute das Knödelfest, es gibt ja andere viele Feste auch in Rotstadt. Und das ist natürlich nicht nur für Stadtl selber und für die Einwohner gut, sondern natürlich auch für den Tourismus. Und du hast selber auch schon ein bisschen was genossen jetzt? Ich habe mir schon Knödeln gegönnt, ja, und ein paar nehme ich noch mit, weil ich muss wieder weiter heute nach Salzburg. Wir haben heute noch Regierungsklaus. Ja. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Stadtkapelle Radstadt. Die drei. Tauernwind. Das 41. Radstädter Knödelfest, eine runde Sache.